Ego FM. Verhört. Dein MP3-Player hat nur noch Strom für ein Lied. Welches hörst du? Das ist der Akku lädt sich auf vom Kaios, vom Heinemann von der Planet Kajun-Platte, weil dann geht's mit dem Akku wieder bergauf und ich kann weiter Musik hören. Womit hast du dein erstes Geld verdient? Ich habe mein erstes Geld verdient mit Zeitung austragen und gleich danach war ich beim Teppichschneiden bei der Teppichdomäne und habe Teppiche von den Rollen geschnippelt. Was ist dein Lieblingsessen bei deiner Mama? Mein Lieblingsessen bei meiner Mama ist Kohlrabi. Mit wem hattest du deinen ersten Kuss? Meinen ersten Kuss hatte ich auch mit meiner Mama, die hat mich auf die Backe geküsst. Und wen küsst du heute? Heute küsse ich die Jana. Was macht dich wütend? Manchmal die Jana und ich selber. Nee, mich machen manchmal sehr viel. Also was mich wütend macht, ist zum Beispiel Unpünktlichkeit. Auf was müssen sich Menschen einstellen, die mit dir arbeiten? Auf meine Wut. Nee, Schmarrn. Wenn sie mit mir arbeiten, müssen sie sich darauf einstellen, dass quasi, bis das fertig ist, gibt es keine Pause. Also ich bin es nicht gewohnt, mit Menschen zu arbeiten, die dann irgendwann sagen, sie müssen jetzt was essen oder sie brauchen frische Luft oder irgendwas. Das kenne ich nicht. Welche Poster hingen in deinem Kinderzimmer? Da hing kein Poster, sondern da hing ein selbstgemalter Apfelbaum, den ich mit meinem Papa und meiner Mama hingemalt habe. Und es gab auch Tränen bei der Mama, als der dann in der Pubertät irgendwann übertapeziert wurde mit Megadeth und mit Sodom-Postern und mit Metallica-Postern. Auf welche Unterwäsche stehst du? Also ganz klassisch, Boxershorts. Dein Lieblingsspielzeug als Kind? Das war natürlich das Ratterknatterrad, das seinen Namen nämlich deswegen hatte, weil es dem Bobbycar weit überlegen war, weil das Ratterknatterrad nämlich an jedem Rad lärmmachende Plastikteile hatte, die quasi schon auf 100 Meter angekündigt haben, dass gleich der kleine Flori in die Ecke kommt und alle nerven wird mit seinem Ratterknatterrad. Ego FM. Endlich unter uns.